Flüchtlinge aus der Ukraine helfen nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit, den Personalmangel auf dem Arbeitsmarkt zu lindern. Es seien bereits 65.000 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor Beginn des Krieges vor einem Jahr. Hinzu kämen noch 21.000 Minijobs. Bald würden in größerer Zahl Absolventen von Sprachkursen zur Verfügung stehen. Für die Eingliederung fordern Länder und Kommunen Hilfen vom Bund. Mit ihrem Kind lebt Juliana Brahina seit gut einem Jahr im thüringischen Oexen. Auch ihr Mann durfte wegen einer Erkrankung inzwischen zur Familie ausreisen. Seit kurzem betreiben die Brahinas eine Internetplattform, mit der sie ukrainische Waren in Deutschland vermarkten. Für uns das ist sehr wichtig, integrieren und Steuern bezahlen und arbeiten. Alle arbeitsfähigen ukrainischen Flüchtlinge hat man hier in Oexen inzwischen in einen sozialversicherungspflichtigen Job vermittelt. Auch wenn dieses Beispiel nicht überall funktioniert, sieht man bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg das Potenzial. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden das Arbeits- und Fachkräfteproblem nicht lösen, aber sie können einen wichtigen Beitrag leisten. Seit dem Angriffskrieg hat sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ukrainerinnen und Ukrainer verdoppelt. Und wir haben mittlerweile über 125.000 Menschen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Der Generalsekretär der FDP geht im Bericht aus Berlin davon aus, dass viele nicht auf Dauer bleiben werden. Diese Form der Zuwanderung ist temporärer Natur. Das wird sich auch eines Tages wieder in eine andere Richtung drehen. Auch wenn die Bundesregierung in diesem Jahr gut 2,7 Milliarden Euro als Flüchtlingshilfe an die Länder gibt, bleibt Geld laut dem NRW-Ministerpräsidenten ein Thema. Es wäre das Mindeste, wenn man zu den gleichen Quoten kommt wie 2016. Das hieße eine Verdoppelung. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Ich mache niemandem zum Vorwurf, dass man, als wir im November zusammengesessen haben, nicht prognostizieren konnte, was November, Dezember, Januar passiert. Aber da ist eben signifikant etwas passiert. Auch wenn die Brahinas mittlerweile gut integriert sind, wollen auch sie so bald wie möglich in ihre Heimat zurückkehren.